Willkommen zu einer weiteren Episode von Feng Shui am Freitag. Und diesmal haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar war ich am 14. Mai war ich Gast beim Wohnmedizinischen Symposium an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe. Und da gab es also war ich mit einem Reigen sehr interessanter Redner. Also es ging um Ökologie, Nachhaltigkeit, um Windräder, welche Probleme tauchen auf und was auch. Ne? Und da durfte ich dann auch zu Feng Shui sprechen, und zwar zum Thema, wie beeinflusst jetzt Feng Shui das Thema Architektur und Planung. Ich habe da einen kleinen 45-minütigen Vortrag vorbereitet und wollte euch den natürlich nicht vorenthalten. Von daher, without further ado, ladies and gentlemen, enjoy. Überleitung jetzt vom alternativlosen Windrad hin zum Innenraum, wo doch die eine oder andere Alternative sicherlich vorhanden ist, aber ich freue mich wirklich ganz besonders, zum einen, weil man doch einen Kontrast wahrnimmt jetzt, der die ganze Bandbreite unserer Wohnmedizin, unserer Baubiologie, unserer Themen, die wir auch heute bei diesem Symposium, aber auch in der Lehre behandelt. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Peter Fischer aus Berlin. Ja, hallo. Mit weiteren Mitarbeitern des Feng Shui-Zentrum in Berlin. Er war auch schon beim dritten Symposium bei uns als Redner. Er hat auch schon mal in der Zeitschrift der Wohnmedizin veröffentlicht. Und wenn man auf seine Vita schaut, da ist da überhaupt nicht viel. Viele Gastreisen nach China, eine Fülle an Weiterbildungsmaßnahmen, an Qualifikationen und an Dingen, die er anbietet. Ich habe eine Gemeinsamkeit gesehen, der beide haben Judo gemacht und Kampfsport. Wobei ich dann denke, sie bieten ja auf der Homepage auch an daoistisches Coaching. Ich dachte eher, wir sind dann eher Shintoisten, aber vielleicht ändert sich das dann im Laufe des Lebens. Diese einzelnen Puzzleteile, die finde ich total spannend, und ich habe gelesen, einen Satz, der hat mir sehr gefallen auf der Homepage: stellen Sie sich vor, Sie richten einen Raum ein und der fühlt sich total schräg an. Kennen Sie das? Das kennt, glaube ich, jeder von uns, ne? Dass er versucht, was hinzubekommen und es funktioniert nicht. Und ich habe mir dann gedacht, nach dem Anschauen der ganzen Möglichkeiten, wenn Sie jetzt so eine Partnerberatung anbieten, dann ist ja quasi das Rundum-Paket da. Das geht sicherlich heute nicht so weit, aber ich freue mich wirklich auf die einzelnen Puzzleteile und freue mich ganz besonders jetzt auf Ihren Vortrag. Herr Fischer, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Ilskind. Danke für die tolle Einführung. Ja, wir sind ja mit Feng Shui an einer ganz komischen Schnittstelle. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich weder von der Architektur noch von der Wissenschaft wirklich akzeptiert, kommen aber aus der Anwendungsseite. Das heißt, der Kunde, der jetzt eine Wohnung kauft, oder der Mensch, der in eine Wohnung einzieht, der begibt sich dann vertrauensvoll in unsere Hände, um dann seinen Wohnraum zu optimieren, um zu verstehen, was da gerade schief läuft. Ne? Und wenn man jetzt guckt und sagt, Mensch, okay, jetzt Feng Shui, was ist das eigentlich, wie hat sich das entwickelt, dann muss man vielleicht erstmal so ein bisschen erklären, also ist es jetzt Shintoismus oder nicht. Ja? Und um da so ein bisschen reinzukommen und zu verstehen, Feng Shui, also wie ist das eigentlich eingebettet in diesen chinesischen Kulturraum, oder wie muss man das denken, wie ist es auch übertragbar? Da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet, eine kleine PowerPoint-Präsentation. Und zwar geht es vor allem um das Thema der Wushu. Und mein Plan ist jetzt ein bisschen erstmal zu erklären, was ist Feng Shui, dann zu sagen, okay, aber was verstehen wir jetzt heute darunter, wie hat der westliche Kulturraum das aufgenommen, wie spielen wir das heute, auch so ein bisschen, was ist im akademischen Umfeld passiert und was ist aber so eine ganz praktische Anwendung jetzt in der Grundrissplanung, also mit welchen alltäglichen Problemen sind wir da in der Beratungspraxis konfrontiert. Sehr interessant, was da momentan passiert, jetzt auch in Berlin. Ich war dann auch bei relativ großen Projektentwicklungen dabei, bis hin zu Wohnungsbau. Sehr spannend, was da passiert. Aber fangen wir mal an mit dem Wushu.
Also dieser Begriff Wushu, ich denke, den kennen Sie als Kampfsportler dann bestimmt auch. Also das Wushu wird erstmal als Kampfsport übersetzt. Es gibt auch nochmal eine Übersetzung als Hexerei. Und jetzt bin ich über den Begriff nochmal gestolpert in einem ganz anderen Kontext, und zwar in der Beschäftigung mit dem Daoismus, weil wir machen ja Feng Shui, es ist dann eher daoistisch als shintoistisch, das ist ja die japanische Tradition. Und dann bin ich an der Maoshan-Tradition, habe ich diesen Begriff wiedergefunden, in einer vollkommen neuen Interpretation. Und das war für mich nochmal, da hat sich so eine Tür aufgetan, wo ich dachte, ach ja, schau mal. Und zwar wird es übersetzt als die fünf klassischen Wissenschaften Chinas. Also man versucht, dieses dynastische Wissen aus der Kaiserzeit aufzuschlüsseln, in verschiedene Körbe zu setzen, und zu sagen, okay, das so denkt eigentlich jetzt China, seine Kultur, sein Wissen. Und da hat eben auch Feng Shui einen festen Bestandteil. Und das Besondere daran ist, dass eben alle fünf Körbe, die ich Ihnen gleich vorstelle, verbunden sind. Also es sind nicht isolierte Wissensbereiche, wie zum Beispiel Ingenieurwissenschaften, wo man sagt, ja, das dann musste ich hier ganz viel studieren und dann aber, Mensch, aber was dann Mediziner da macht, das ist ja was vollkommen anderes, sondern es verbindet sich. Und wenn wir da mal kurz schauen, mit welchen Begrifflichkeiten gehen wir um, gibt es hier so eine schöne Folie, das Feng Shui-Paradigma. Man sieht, vielleicht in der Mitte ganz zentral sieht man jetzt diese drei Blöcke, die sich aufbauen. Das ist dieses Modell der San Tsai. Das ist ein daoistisches Konzept von Himmel, Erde und Mensch. Man sagt, also der Mensch bewegt sich zwischen Himmel und Erde. Was heißt das? Welche zeitlichen Einflüsse, welche architektonischen Einflüsse, welche psychologischen Einflüsse spielen da eine Rolle? Und das wird dann weiter aufgedröselt. Also es gibt Yin und Yang, es gibt die fünf Elemente, es gibt die vier Tiere. Also es ist eine Vielzahl von Begrifflichkeiten bis hin zu einem zentralen Konzept des Qi, also einem Lebenskraftkonzept, wo man immer guckt, aber wie kann ich dieses Qi in irgendeiner Form für mich einfangen? Sowohl im Qigong, im Kampfsport, in der Medizin, aber eben auch im Feng Shui, also wie kann ich diese Lebenskraft in meinen Wohnraum einladen. Und das ist ein bisschen der Methodenkoffer, wenn ich jetzt gerade sage, Qi und Qi-Fluss und Qi-Sammlung, das ist auch so ein Konzept, was ich dann mit Ihnen ein bisschen weiter erforschen möchte und auch eine konkrete Anwendung in der Grundrissplanung nachher aufzeigen möchte, um auch zu zeigen, wie jetzt dieses vielleicht ein bisschen staubige, dynastische Wissen tatsächlich auch eine große Inspiration und eine Anwendbarkeit für uns in diesem Kulturraum erfahren kann. Aber fangen wir mal an bei dem ersten Korb. Der nennt sich Shan, also für den Berg. Das sind die sogenannten Bergtechniken. Wer jetzt China-affin ist unter den Zuhörern, Yang Shen, die Pflege des Lebens, ein Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat. Also es geht darum, wie wir durch Atmung, durch Körperübungen, das Qigong bis hin zum Tai Chi und Kung Fu, die erstmal die inneren Energiebahnen wahrnehmen, erkennen, also wie läuft man richtig, wie steht man richtig, was ist ein gutes Sitzen, immer mit dieser Idee, also wenn ich minimale Fehlhaltungen habe beim Sitzen oder Laufen, dann irdiert sich das eben über die Lebenszeit dann zu Knochenabnutzungen, was auch immer. Wenn man vielleicht so ein bisschen jetzt an den Begriff der Physiotherapie denkt, und der Vergleich ist auch, der ist ganz gut, also stimmt tatsächlich. Also viele Betrachtungen, die wir heute in der modernen Physiotherapie haben, die kann man direkt mit Qigong, mit diesen daoistischen Betrachtungen verbinden. Der nächste Schritt ist dann eben, das dann mit Tai Chi und Kampfsportarten dann zu verbinden. Das heißt, ich habe eine maximale Effektivität in der Körperbewegung, die dann eben auch im Kampf anwendbar ist. Aber so martialisch muss man gar nicht werden. Man kann durchaus dann im Qigong bleiben und einfach eine Gesundheitsvorsorge dann betreiben. Auch in den Haltungen des Qigongs, wo man zum Beispiel dieses Baumstehen, das schon mal ein bisschen Qigong praktiziert hat, merkt man, es gibt dann auf einmal, man steht so eine halbe Stunde rum und denkt, warum mache ich das eigentlich? Auf einmal verkrampfen sich die Muskeln, es tritt ein Tremor auf, man kommt ins Schwitzen, auf einmal lösen sich auf einmal Blockaden, wo wir dann in der körperorientierten Psychotherapie auf einmal feststellen, ja, es gibt da tatsächlich auch eine Anwendung, die geht ganz ähnlich vor, das ist sogenannte TRE, das Trauma Releasing Exercise, da wird genau das Gleiche gemacht, also hat man vor allem mit den Syrien-Flüchtlingen hat man jetzt sehr gute Erfolge gehabt mit der Therapie, dass man
einzelne Muskelgruppen gezielt überlastet, bis ein Tremor eintritt, mit der Idee, ja, der Körper ist wie eine große Festplatte und speichert diese Traumata, indem die Muskelspannung erhöht wird. In dem Moment, wo ich diese Muskeln überlaste und durch dieses Abzittern der Muskel wieder entspannen kann, lösen sich auch gleichzeitig Traumata, können verarbeitet werden. Also da auch ein sehr interessantes Gebiet. Das ist auch die Idee von Gesundheit. Also wie kann Qi im Körper richtig fließen? Dann, wenn dieser Qi-Fluss gestört ist, dann haben wir den nächsten Bereich, das ist das Yi, das ist die chinesische Medizin. Entschuldigung. Und dort sehen wir, aha, also wenn ich durch Qigong, durch Atemübungen diesen Qi-Fluss nicht mehr in die richtige Bewegung kriege, dann stehen mir externe Mittel zur Verfügung, Akupunktur, Kräutermedizin, Tuina, was auch immer. Und mit dieser Idee, also wie kann ich Gesundheit erhalten, bevor ich überhaupt krank werde? Und da gibt es eben auch diese Überlegung der äußeren krankmachenden Faktoren, womit wir eigentlich schon mitten beim Feng Shui sind. Ist also das Xian, die Betrachtung der Landschaft, wo wir sehen, gerade die Forschung der Neurowissenschaften in den letzten Jahren zeigt uns eben sehr deutlich, dass unser Handeln, unser Denken, auch unsere Emotionen also wesentlich stärker vom räumlichen Kontext beeinflusst werden, als uns das lieb ist. Also wenn wir diese Idee des freien Willens, spätestens seit Corona im Homeoffice wissen wir, das ist gar nicht so einfach, sich dann zu Hause zu motivieren, mit der gleichen Effektivität ans Tagewerk zu gehen, im Vergleich zu einer Situation, wo ich wirklich mein Haus verlasse, ins Büro gehe und durch diesen Bürokontext und auch die soziale Interaktion in vollkommen anderes Handeln komme. Witzigerweise ist jetzt in diesem Korb auch die Gesichtsdiagnostik. Das heißt, also zwischen Gebäuden und Menschen wird nicht groß unterschieden. Genauso wie ein Raum praktisch mein Qi durcheinander bringen kann, kann auch eine andere Person mein Qi durcheinander bringen. Die konzeptionelle Verbindung lautet ungefähr, ja, Feng Shui betrachtet den Fluss des Wassers und die Anordnung der Berge in der Landschaft, und die Gesichtsdiagnose, die man jetzt eigentlich eher in der chinesischen Medizin verortet hätte, die untersucht den Fluss des Wassers und die Berge im Gesicht. Und da denkt man erstmal, ja, was ist das denn jetzt? Das mag einem erstmal esoterisch anmuten. Wenn man jetzt an die Studien von Paul Ekman, Microexpressions, schaut, dann sieht man, das ist schon auch relativ gut beforscht. Es gibt jetzt auch gerade ein Startup, es war auch schon wieder 1-2 Jahre her, es ist wahrscheinlich kein Startup mehr in Israel, die eine großartige Technik entwickelt haben zur Überwachung von Flughäfen, also Terrorismusabwehr. Da werden mit hochauflösenden Videokameras werden die Gäste des Flughafens gefilmt. Sie werden also von Anfang an ab dem Parkplatz werden sie gefilmt, werden getaggt, und diese Kameras werten die Gesichtsmimik in Echtzeit aus, um dann festzustellen, ob anhand der Mimik, also wenn jemand extrem wenig Mimik praktisch zeigt, ist das ein Hinweis auf Terrorismusverdacht. Dann kann man gezielt diese Leute sich anschauen und rausziehen. Das ist ein System, was sehr gut funktioniert. Also es gab jetzt Zahlen, die gesagt haben, also 98-prozentige Genauigkeit. Also man denkt, Gesichtsdiagnose, ne? Hätte man nicht gedacht. Ja, ich habe gerade einen kleinen Frosch im Hals, bitte entschuldigen Sie. So. Dann gehen wir weiter im Bereich von Ming. Ming sind eigentlich so der Bereich der Lebenswissenschaften. Das ist der Bereich der chinesischen Astrologie, wo man auch wieder erstmal denkt, ja, Astrologie, Geburtsdaten, das ist ja auch ein bisschen esoterisch. Aber ich würde auch da wieder sagen, genau hinschauen. Vielleicht kann man Astrologie auch als eine Form von Protopsychologie verstehen, die letztendlich auch versucht, die Interaktion zwischen Menschen zu beschreiben und ist ein gebrauchter Tag, ich weiß auch nicht. Dabei habe ich noch gar nicht so viel geredet. Astrologie, das ist auch wieder die Verbindung zum westlichen Kulturraum. Man denkt aber, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, schon. Also es gab um die Jahrtausendwende, ich glaube um 2000, 2001, gab es eine sehr interessante
Veröffentlichung von Stephen Rice. Das ist ein Modell zur Beschreibung von Persönlichkeiten, in dem er auf 18 Grundmotivationen geht. Ist vergleichbar auch mit dem Big Five Personality Modell. Und wenn man sich die anschaut, wie dieses Modell vorgeht, ist es sehr vergleichbar mit der chinesischen Astrologie. Denn auch hier werden Grundmotivationen von Menschen beschrieben. Das ist ein durchaus vergleichbares Konzept. Das heißt, wenn man da diese Idee eines Geburtsdatums zur Seite nimmt und einfach nur schaut, wie dieses Modell vorgeht, kann man fast schon ein bisschen fragen, naja, also woher kam die Inspiration? Könnte das was miteinander zu tun gehabt haben? Auch das Konzept von Geistern und Dämonen, also wenn man jetzt im taoistischen Kulturraum sich anschaut, dann man hat ein Problem, ist ein Geist, ein Dämon. Man sagt, ja, wenn man es auf dieser abergläubischen Ebene sich betrachtet und von einer externen Entität ausgeht, dann ja, wird das ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt das Konzept des Unterbewussten hier reinbringen und sagen, ja, also dieses Unterbewusstsein sabotiert uns an Stellen, es hat schon was Geistartiges, Dämonenartiges, dann ist man sehr schnell bei systemischen Therapieverfahren, die übrigens auch außerordentlich effektiv sind. Das ist so einer der großen Väter davon im westlichen Kulturraum ist Arnold Mundell, ehemaliger Physiker. Wenn man die Spur weiter verfolgt, dann sieht man, das war ein Schüler von C.G. Jung. Und bei C.G. Jung wissen wir eben auch, der hat sich sehr intensiv mit dem chinesischen Kulturkreis und mit dem I Ching beschäftigt. Also diese Brücke, also was ist eigentlich ein Dämon, sind es meine Gedanken, hat es was, also Familientherapie, also inwieweit wird zum Verhalten in der Familie auch weitergegeben und eine Externalisierung dieser inneren Zustände. Da kann man schon auch jetzt eine Verbindung zur Psychotherapie ziehen, konzeptionell auf jeden Fall. Auch in den modernen Verfahren haben wir jetzt ACT, Acceptance Commitment Therapy, schaut man sich an, was da gesagt wird und denkt, das ist eigentlich genau der buddhistische Wertekanon, der hier zitiert wird. Ne? So viel zu den Schicksalswissenschaften. Dann das letzte Feld nennt sich Bu. Das sind die Orakeltechniken, wo man erstmal denkt, so, ja, was ist das denn jetzt? Also jetzt werden Strohhalme gezogen. So wird eigentlich das Orakel oder eine Prognose im chinesischen Kulturraum nicht gedacht. Also die Idee dabei ist, dass Zeit in zyklischen in Zyklen auftaucht und wenn ich verstehe, in welchen Parametern sich diese Zyklen bewegen, kann ich eine Vorhersage treffen. Also das beste Beispiel wären die Jahreszeiten. Wenn ich weiß, wir haben Frühjahr, Sommer, dann was wird wohl als nächstes passieren? Dann wird wahrscheinlich der Herbst kommen. Und diese Überlegung überträgt man jetzt eben auf Zeitzyklen wie die Himmelsstämme und Erdzweige, um dann Vorhersagen zu machen, was als nächstes passieren könnte. Das ist auch so ein bisschen, was ist in der Vergangenheit passiert, wie lässt sich das in Konzept fassen und können wir daraus dann Voraussagen machen. Und natürlich ist nicht jeder Herbst gleich, aber dass dann ein Herbst kommt, ja, es macht Sinn. Ne? Das sind Techniken, die eben persönlichkeitsunabhängig sind, die losgelöst sind eben von der persönlichen Psyche, die versuchen mit Aktualkonflikten oder mit Strategieentwicklung umzugehen. Das ist der Bereich von Bu. Zusammengefasst kommt es alles aus der Nähern, also aus der inneren Alchemie, aus dem Daoismus, der eine Selbstkultivierung des Menschen postuliert. Es drückt sich dann in diesem Begriff der daoistischen Unsterblichkeit oder auch Erleuchtung jetzt im buddhistischen Kontext aus. Was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass wir in einen Zustand von Shen, von Bewusstsein eintreten, in dem wir zu jedem Zeitpunkt die Wahlmöglichkeit haben, von einem Zustand zu dissoziieren oder assoziieren. Und das ist für mich so ein bisschen das, was mit Erleuchtung gemeint ist. Also ich werde nicht mehr von den Dingen gefangen, sondern ich stehe so ein bisschen frei da und kann gucken, wo gehe ich in die Situation rein oder wo gehe ich auch wieder raus. Wie verbindet sich das jetzt mit Qi-Fluss? Und so könnte man sagen, ja, dieser Qi-Fluss im Bereich des Qigong,
Das ist eben, wie diese Muskelketten im Körper aneinander angeschlossen sind. Also wie effektiv ist meine Bewegung? Auf der Ebene von chinesischer Medizin wäre es eben der Qi-Fluss im Körper. Wer von Ihnen sich schon mal behandelt hat lassen von einem chinesischen Arzt, also die Akupunktur, die Moxibustion des Tuina, das versucht diesen Qi-Fluss wiederherzustellen. Das Feng Shui ist der Qi-Fluss in der Natur oder im Wohnraum. Bei Ming, also bei den Lebenswissenschaften, geht es um den Fluss unseres Lebens, also woher komme ich, an welchem Punkt stehe ich, wohin gehe ich. Und bei der Strategieentwicklung ist vielleicht diese Idee dieses Qi-Fluss, also gehe ich mit der Situation oder dagegen. Und ja, das ist so ein bisschen mal zusammengefasst nochmal, diese Ebenen. Und das heißt natürlich auch, wenn wir uns jetzt mit Feng Shui beschäftigen, dann ist das eingebunden in einen ganz bestimmten Wertekanon und dazu vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr. Jetzt würde ich erstmal wieder rübergehen auf die andere Kamera und lassen Sie uns mal darüber reden, wo Feng Shui heute eigentlich steht. Und dann hole ich nochmal ein bisschen aus, ich gebe Ihnen nochmal 10 Jahre zusätzlich dazu, geht aber ganz schnell, keine Sorge. Also Ende der 90er Jahre kam ja Feng Shui erstmal nach Europa und es war ja so ein bisschen Exotismus, es gab eigentlich keine vernünftigen Quellen. Also man war schon ziemlich weit auch in der kulturellen Projektion, wo man auch vielleicht so ein bisschen Feng Shui verstanden hat als ein Cure-All. Ne? Also mit dem Partner klappt es nicht, dann stellen wir jetzt mal Partnerschaftsdelfine auf und so weiter und so fort. Dann ja, die Effektivität dieser Techniken war so ein bisschen fragwürdig. Dann kamen so die ersten chinesischen Feng Shui-Meister und man dachte, ah, okay, also es kann ja nicht an den Partnerschaftsdelfinen gelegen haben, dass das mit dem Partner schief ging. Jetzt mal gucken, was der Chinese sagt. Ja. Und ja, das ist natürlich sehr interessant, sich dann mit diesen Feng Shui-Meistern auseinanderzusetzen. Da merkt man auch, dass ein großes Wissen ist, auch dieser konfuzianische und taoistische Wertekanon. Aber es gab eben doch große kulturelle Hürden. Das heißt, allein diese Idee, dass man während einem Seminar, dass das keine Fragen erlaubt sind oder dass das, sag mal, kulturell in China nicht statthaft war. Und dann wurden die Deutschen Fragen natürlich am meisten, weil die wir uns verstehen. Und dann hat man gemerkt, der Chinese wurde immer irritierter. Ne? Also da waren große kulturelle Hürden zu überwinden. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, das war ja auch das, wie dieser Meister gelernt hat. Er hat vor allem praktisches Wissen weitergegeben. Das heißt, was jetzt die Quellenlage wirklich war oder ist, war immer noch nicht klar. Also es war dann eine große Bereinigung, es war ein Anpassen, es war ein Prozess, wo wir sehr viel dieser chinesischen Techniken auch gegen westliches Wissen abgeglichen haben. Unter anderem eben auch einfach dadurch, dass wir nach China wiederholt gefahren sind, mit der Idee, naja, also jetzt, wie kann man Feng Shui machen, ohne in China gewesen zu sein? Am besten fliegt man hin und schaut sich einfach an, was dort gebaut worden ist und misst dort einfach nach. Also was die letzten 10 Jahre angeht, gibt es einen sehr interessanten Trend, eben auch gerade mit der Veränderung in der Hochschullandschaft. Wir haben es in Amerika gesehen, es gab vor allem eine große Privatisierung im Bereich der Hochschulen. Das ist in der Form in Deutschland zum Glück noch nicht so angekommen. Aber es gibt auch eben einige private Unis, die jetzt in dem Bereich unterwegs sind. So hat zum Beispiel die Donau-Universität Krems einen Studiengang aufgelegt, auch 3 Semester, auch mit einem Abschluss, der eher so ein österreichisches Spezifikum ist. Also dieser Studiengang ist mittlerweile wieder eingestellt worden. Ich glaube, es wurde nur 1, 2, 3 Jahre unterrichtet. Das ist jetzt in ein privates Institut überführt worden. Manfred Kubin, auch ein ausgewiesener Experte des Bazes Somni und des Feng Shui, hat in der Viadrina in Frankfurt an der Oder, da hat man versucht, einen Studiengang zu etablieren. Das hat nicht funktioniert, ist nichts draus geworden. Kubin unterrichtet jetzt am National University of Natural Medicine in Portland, Oregon. Dort sehr erfolgreich. Man denkt, vielleicht sind die Amerikaner, sind es da wieder so ein paar Jahre voraus. Auf jeden Fall ist da die akademische Hürde eine andere. Also es ist auch in alternativen Behandlungsverfahren in der Medizin, dass einfach erlaubt ist, was funktioniert. Also da gibt es einen viel größeren Raum, um auszuprobieren. Und wenn etwas schief geht, dann wird reglementiert, was erstmal viel, viel mehr erlaubt als in Deutschland. Jetzt kann man auch wieder fragen, wie weit das dann
ethisch vertretbar ist, gerade im Bereich der Medizin. Gut, also wenn jetzt das Wohnzimmer die falsche Wandfarbe hat, vielleicht nicht ganz so schlimm. In Deutschland haben wir dann auch mal einen Trend gesehen, also die Ausbildung zum Heilpraktiker, da gab es Versuche, das zu akademisieren. Sollte das als BA-Studium dann durchgeführt worden, schaut man auch so ein bisschen drauf und sagt, okay, wer macht das jetzt eigentlich? Also vielleicht ist diese Akademisierung auch nicht in allen Bereichen immer so sinnvoll. Was jetzt Feng Shui angeht, denke ich, ja, es ist schwierig, ja, weil es ist eigentlich sehr interdisziplinär. Also wir brauchen eigentlich Sinologen, wir brauchen Architekten, wir brauchen Innenarchitekten. Es ist sehr schwer, dieses Thema dann anzusiedeln. Vielleicht ist es im Bereich der Environmental Psychology, also dieser Umweltpsychologie oder dieser Social Ecology, wie es jetzt in Amerika schon genannt wird, vielleicht gehört es da irgendwo rein. Da müsste man mal schauen, wie das passt. Aber ist mir bis jetzt auch noch nicht bekannt, dass es da Ansätze in Deutschland gibt. Aber also ich denke, da ist noch Luft nach oben, da müsste man mal nachschauen. Das Problem ist jetzt im akademischen Umfeld, dass wir einen Grundkonflikt haben. Es drückt sich sehr schön aus. Es gab 2010 gab es ein Feng Shui-Symposium an der Humboldt-Universität unter Florian Reiter, also der Dekan der sinologischen Fakultäten. Das Opening Statement war so, Feng Shui ist in der heutigen Zeit nicht mehr anwendbar, aber wir machen es trotzdem. Und dann, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen, wo ich dachte, naja, warum sagt er das jetzt? Bis mir dann klar wurde, naja, was soll er denn sagen? Ja? Also wenn ich mich jetzt als Akademiker wirklich mit einem Thema wie chinesische Astrologie oder Feng Shui beschäftige, was also eher im Bereich von Aberglauben verortet wird, dann riskiere ich natürlich meine akademische Glaubwürdigkeit und damit eben auch meine Forschungsgelder. Andersrum, was macht der Herr Reiter, nachdem er jetzt eremitiert wurde? Er beschäftigt sich mit Donnermagie. Also so ein Schelmelböses dabei denkt, ich denke, also dieses persönliche Interesse der Person steht dann eben diesem akademischen Kontext gegenüber, der eine maximale Objektivität fordert. Andersherum ist es aber so, dass diese Lebenswissenschaften, diese chinesischen Lebenswissenschaften und damit eben auch Feng Shui oder Qigong oder diese Astrologie eigentlich eine maximale Subjektivität fordert. Das heißt, ich kann eigentlich über Qigong nicht schreiben oder über Qigong nicht forschen, wenn ich das nicht mindestens 2-3 Jahre selber praktiziert habe und eine Erfahrung davon habe, was Qi eigentlich bedeutet, was das will. Weil diese Qigong eigentlich sagt, naja, Qi ist etwas, was erstmal nicht kognitiv erfassbar ist, aber es ist eben wahrnehmbar. Und wenn du diese Übungen machst, dann irgendwann wirst du in diese Wahrnehmung reinkommen. Das ist ist schwierig. Also ist auch so diese große Frage, wie man diese Hürde irgendwie überwinden kann oder wie sich diese Bereiche da annähern können. Ja? Wobei aber eine Annäherung unglaublich wichtig wäre, denn der Akademiker hat ja Zugang zu den Quellen, was für den Praktiker, zu dem ich mich dann auch zähle, unglaublich wichtig ist. Also wie können wir denn dieses Wissen, was jetzt über diese chinesischen Feng Shui-Meister nach Europa gekommen ist, abgleichen, wenn wir an die Quellen nicht rankommen? Aber also so gerne ich jetzt China habe und am liebsten Chinesisch studieren würde, ich habe halt einfach die Zeit nicht. Ja? Und wie kommt man da zusammen? Gleichzeitig schaut der Praktiker jetzt auf den Akademiker und sagt, naja, der macht es ja gar nicht, der hat gar keine Ahnung. Ja? Und das führt dann, in vielen Fällen habe ich das so beobachtet, dass das zu so einer unterschwelligen, gegenseitigen Verachtung führt, was aber schade ist, wo ich denke, also da müssen wir irgendwie einen Weg finden, zusammenzukommen. Erstmal, also wie können wir jetzt Feng Shui und vor allem die Klassiker, die ja eigentlich zum chinesischen kulturellen Kanon gehören, wie kann man die in einem akademischen Setting aufbereiten und dann eben auch für den Feng Shui-Berater zugänglich machen? Das sehe ich ein ganz großes ein Thema, ein ganz großes Potenzial. Und das führt dann aber gleich zum nächsten Problem. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Architektur im westlichen Kulturraum gedacht wird, sieht man, ja, es ist also entweder ist es eine Kunst oder es wird als eine Ingenieurswissenschaft eigentlich gelehrt. Das heißt, wenn man jetzt mit den Künstlern redet, ich hatte einmal so ein Seminar auch geleitet für eine Fakultät für Architektur einer großen Universität hier in Berlin.
Dann sind wir auf verschiedene Gebäude zu sprechen gekommen, unter anderem eben das Jüdische Museum von Liebeskind, also das sogenannte Holocaust-Museum. Und das eben die Kritik des Feng Shui lautet einfach, ja, das ist eine Symbolarchitektur. Das Problem ist jedoch, dass in diesem Gebäude ja, die Exponate, also sie kämpfen mit dem Raum. Ne? Und es war eigentlich auch nicht als Holocaust-Museum gedacht, sondern der Auftrag war eben ein Museum für jüdische Geschichte. Und das ist dann auch ein bisschen jetzt das, womit diese Museumsleitung gerade zu kämpfen hat. Und dann schaut Feng Shui eben drauf und sagt, der Auftrag eigentlich nicht erfüllt. Und dann sagt natürlich der Künstler, sagt dann, ihr habt überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und dann, ja doch, aber es ist dieser Konflikt zwischen Kunst und Anwendbarkeit taucht dann auf. Ne? Das, oder auch wenn man Sarah Hadid nimmt und denkt, so, ja, also die Bibliothek, die sie da in Saudi-Arabien irgendwo gebaut hat, so großartig. Und dann schaut man sich die Wohngebäude an und denkt so, weiß ich nicht, ob ich da einziehen will. Oder Frank Gehry. Ne? Also diese Frage, wer möchte wirklich in einem Kunstwerk leben? Also es setzt eine bewusste Entscheidung voraus. Ne? Und da sieht man eben, Feng Shui fragt dann vor allem nach diesem Human Factor. Also macht ein Gebäude Sinn? Wie ist es nutzbar? Ne? Also man schaut auf einen Wohnungsgrundriss und fragt eben zuerst, aber wo ist jetzt der Fernseher, wo gehört der hin? Ja? Und das ganze Regelwerk des Feng Shui orientiert sich eigentlich darauf. Also welcher Affekt, welche Emotion entsteht in dem Menschen, der hier lebt. Und es ist eben nochmal eine andere Dimension als jetzt eine künstlerische, eine gestaltische Dimension. Oder wenn ich jetzt einfach den Neufeld rausziehe und einfach dann Bauplanung betreibe. Ne? Und diese Dimension, die möchte ich jetzt so ein bisschen darstellen. Und zwar am Beispiel von Fluss und Sammlung. Dazu schmeiße ich mir die PowerPoint an. Also ich hoffe, Sie sehen das Bild jetzt. Also wie muss man Skifluss und Skisammlung denken? Das ist erstmal abgeleitet aus den Klassikern, aus dem Zhangshu. Es definiert eigentlich eine optimale Landschaft. Hier auch so ein bisschen dargestellt, hier eine Illustration von Feuchtwang. Das ist eine anthropologische Studie zum Thema Feng Shui 1974 erschienen, also schon relativ früh. Und das ist ein Auszug aus dem Zhangshu, übersetzt praktisch diesen Begräbnisklassiker. Und hier im Kapitel 2 steht eben zu Qi-Fluss, also das ist eigentlich Wind, Wasser und Qi, ein Zitat, also die Knochen von Bergen und Felsen, die arterienartigen Zweige von Anhöhen und Hügeln, dies sind die Pfade oder Verläufe des Qi. Das Qi wird vom Wind zerstreut und kommt an der Grenze des Wassers zum Stillstand. Es geht um Sammeln und Zerstreuen von Qi, deswegen heißt die Technik Feng Shui. Das heißt, und die exakten Begriffe sind eben Zhang Fang und De Shui. Das heißt, das Verbergen oder Aufbewahren des Windes und das Erhalten, Gewinnen, Erlangen, das Zulassen des Wassers. Und wenn man jetzt wieder sich diese Landschaftssituation hier nochmal vor Augen führt, sieht man, ja, also dieser Talkessel, der hier angedeutet ist, der bietet einen guten Windschutz und eben auch Zugang zu Oberflächenwasser. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee des kaiserlichen Chinas, das ist der optimale Besiedlungsplatz. Und wenn wir das jetzt übertragen auf den Innenraum, das ist dann so ein bisschen das, was ich in meinen Seminaren dann mache, dann lässt sich aus diesen Klassikern einen Feng Shui-Methodenkoffer praktisch ableiten. Und Sie sehen jetzt hier, also neben Qi-Fluss und Sammlung, also wo sitzt eine Tür, was ist der erste Blick in den Raum, also wo ist der Qi-Bereich, der Powerspot, die vier Tiere. Also es gibt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die man aus diesen Klassikern ziehen kann. Und das wäre eben auch genau der Bestand dieser sinologischen Forschung, was da passieren müsste. Und um jetzt zu zeigen, was das eigentlich will und was es kann, würde ich Ihnen das gerne mal an einem Beispiel vorführen. Zwar geht es hierbei um einen Grundriss, den Sie jetzt hier sehen. Das ist eine Bestandsplanung. Das heißt, das ist eine Wohnung in einem, einfach so mehr Spanner, also es ist einfach ein Wohnblock, ist eine Wohnung, vielleicht mit 60, 70 Quadratmetern, so sieht das praktisch aus, also eine sehr konventionelle Planung, Eingangsbereich hier, Küche, Schlafzimmer
und Wohnbereich. Es gibt jetzt auch ein Pärchen, was jetzt einzieht und sagt, ja, das ist uns alles ein bisschen zu eng, also können wir das vielleicht ein bisschen moderner und großzügiger gestalten. Und jetzt haben wir eben auf der einen Seite einen, so einen Architektenwettbewerb, der um diese Wohnung heraus ausgelobt wurde von einer Zeitung, können jetzt praktisch dann die Grundrisse dann anschauen, die von Architekten entwickelt worden sind, und dazu im Vergleich die Grundrisse, die von, ja, soll man sagen, von unseren Feng Shui-Schülern, von den Feng Shui-Adepten sozusagen, von der Sekte, ja, entwickelt wurden, um dann zu gucken, wie unterscheidet sich praktisch der Gestaltungsansatz, also welche grundlegende andere Idee ist hier vielleicht erkennbar. Ne? Und dann fangen wir mal an. Also das wäre praktisch der erste Entwurf. Man sagt, ja, also die Schwierigkeit dabei ist eben, wir haben hier zwei Versorgungsschächte, von denen heraus muss entwickelt werden. Also die Küche, Bad, die müssen jetzt praktisch an diesen Schächten hier dran liegen. Das ist hier was passiert hier? Schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt praktisch diese Idee des Qi-Flusses. Ganz einfach, wie erfahre ich jetzt praktisch einen Raum? Also ich trete praktisch ein. Hier entsteht ja so ein Eingangsbereich, also es verlangsamt sich erstmal die Bewegung. Es geht auf der einen Seite hier ins Schlafzimmer, auf der anderen Seite biege ich ja ab ins Wohnzimmer. Das sind praktisch hier die Bewegungsachsen, die so ein bisschen entstehen. Und dem gegenüber liegt dann sowas wie, das werden Qi-Sammlung nennen. Also wir schauen jetzt praktisch, wo entstehen L- oder U-förmige Raumstrukturen, die eben hier Ruhezonen ausbilden. Und sieht schon, dass diese Idee ist jetzt eben genau, hier diese Sitzecke oder auch ein Bett genau in diesen Bereichen zu platzieren. Auch hier in diesem Bereich des Esstisches, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen, auch ein bisschen in dieser Bewegungsachse drin, aber es ist ein ausgeglichenes Verhältnis von Yin und Yang. Und ich habe, wenn ich jetzt hier nochmal die vier Tiere einzeichne, sieht man schon, okay, also es gibt hier ein Bett mit dem Kopfende zu einer Wand, ich habe hier ein klares Gegenüber und einen seitlichen Schutz. Das sind die sogenannten vier Tiere, die also aus der menschlichen Biologie abgeleitet sind. Ich habe hinten keine Augen, deswegen möchte ich da irgendwas Festes, was Schützendes haben. Ich habe nach vorne einen direkten Blick. Das ist die Frage, was ist da mein Gegenüber? Kann ich da eine schöne Szene, kann ich dann ein Bild aufbauen? Und nachdem meine periphere Sicht dann irgendwann schwächer ist als mein zentraler Fokus, möchte ich noch ein bisschen einen zeitlichen Schutz haben. Und das ist hier in dieser Sitzecke sehr gut dargestellt. Man sagt, ja, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Auch praktisch hier die Situation am Esstisch, die funktioniert. Ein kleines Manko entsteht jetzt einfach dadurch, dass die Tür hier direkt gegenüber liegt. Das heißt, dieser Zugang hier, der stört so ein bisschen diese Qi-Sammlung. Also es macht diesen Sitzbereich ein bisschen unruhig. Daher dann die Idee, aber dann könnten wir einfach eins machen. Wir könnten hier diesen Bereich hier schließen. Formen hier jetzt praktisch einen Eingangsbereich aus, der in sich ein bisschen besser geschlossen ist, der hier auch einen Schutz aufbaut für diese Sitzecke. Und sehen jetzt hier, durch die Verlegung der Türen entsteht hier nochmal ein bisschen größere Ruhe im Schlafzimmer. Auch wenn jetzt hier die Tür offen steht, ist dieser direkte Bezug zum Eingangsbereich nochmal ein bisschen gebrochen. Es erzeugt eine höhere Yin-Energie, es macht das Schlafzimmer ein bisschen ruhiger. Wir haben jetzt hier in diesem Bereich der Sitzbereiches haben wir eine relativ hohe Qi-Sammlung, also so eine Art, so eine kleine Kuschelecke geschaffen, und haben hier eine schöne Anordnung mit einem Koch-Ess-Bereich, wo man da auch wieder sieht, okay, also zumindest mal, auch wenn diese Position ein bisschen unruhiger ist, das darf sie ruhig sein. Wir haben hier einen schönen Wechsel zwischen Yin und Yang und auch hier diese Positionen, die funktionieren hier hervorragend. Jetzt kann man natürlich ein bisschen meckern und sagen, okay, da war der Architekt aber schlau, er hat jetzt praktisch diese Küchenzeile von dem Versorgungsschack abgedockt. Und ob das so funktioniert, und sagt, ja gut, aber das Wasser, vielleicht müssen wir eine Hebeanlage noch reinbauen, aber das kriegen wir hier schon im Boden verlegt. Na gut, weiß man nicht. Ne? Von daher
gibt es nochmal eine andere Möglichkeit, dass man sagt, das wäre dann die Alternative, dass wir sagen, ah, okay, dann schauen wir doch mal hier drauf. Haben jetzt praktisch die Küchenzeile hier ganz brav an den Schacht angedockt, haben jetzt eine wunderbare, schöne, große Raumsituation, die auch gefordert war von Kundenseite. Sehen, ah, okay, ich habe hier meinen Skifluss. Habe dann im Bereich des Wohnzimmers, also durch die Abgrenzung zur Küche, habe ich hier auch einen schönen Skisammelbereich aufgebaut. Also das entsteht eine relativ hohe Ruhe. Ich bin hier im Bereich des JG-Bereichs, also ich bin hier in Fensternähe. Das ist eigentlich, das Sofa steht jetzt in der optimalen Position im Raum. Ich habe hier auch meine vier Tiere wieder beieinander. Ich denke, ah, na, also dieser Sitzbereich, der wird hervorragend funktionieren. Dieser Essbereich, der wird vielleicht ein bisschen bewegter sein, der kriegt ein bisschen mehr Unruhe. Auch da müsste man jetzt den Kunden wieder fragen, ne, seid ihr eher Tischmenschen oder Sofamenschen? Also auch diese Positionen wären ja demnach austauschbar. Ne? Wenn das jetzt nochmal ein bisschen weiterdenkt, könnte man sagen, ah, Mensch, okay, dann probieren wir hier mal sowas hier. Das heißt, jetzt haben wir hier diese volle Öffnung des Grundrisses und sehen, ah, wir haben jetzt hier praktisch den Schlafbereich hinter einer Schiebewand so ein bisschen versteckt. Wir haben hier den Sitzbereich. Die Küche wird jetzt hier aus diesem anderen Schacht heraus entwickelt. Wenn wir das jetzt durchanalysieren, sehen wir, ah, okay, na, jetzt wird es interessant. Wir haben hier, das wäre praktisch unser Qi-Fluss. Das wären die Bewegungsachsen. Ich habe hier für den Schlafbereich und den Sitzbereich eine relativ gute Qi-Sammlung, auch wirklich die höchste Qi-Sammlung im Schlafbereich. Eine etwas stärkere Sammlung nochmal hier im Sitzbereich. Und auch hier dieser Essbereich in der Küche, der ist jetzt so ein bisschen angedockt an die Küchenzeile. Aber auch da könnte man überlegen, ob dieser Tisch mobil ist. Und wenn man jetzt mehrere Gäste hat, ob man den Tisch einfach hier dann rausholt und entsprechend einfach anders auch platziert. Und also das war jetzt praktisch so die Überlegung, die aus diesem Wertekranz des Feng Shui heraus entstanden ist, wo man sagt, ja, es ist vielleicht ein bisschen konventionell, also diese Lösung, die ist eigentlich sehr schön, die hat mir so am besten gefallen. Das können wir jetzt vergleichen mit den konventionellen Architekturvorschlägen, wo man eben sieht, es geht in eine vollkommen andere Richtung. Also das wäre hier die... Herr Fischer, darf ich Sie an die Zeit erinnern? Ja, Sie dürfen. Wo sind wir gerade? Wie viel Zeit habe ich denn noch? 4 Minuten? Ja, das sind voll im Limit. Das ist alles geplant. Noch 5 Minuten. Ja. Jawohl, passt. Was wir sehen jetzt praktisch hier, die eine Lösung, wo wir sehen, ja, es ist eigentlich eher so was, baut sich jemand so ein kleines Büro. Ja, man denkt, ist das ein Grundriss für Workaholics? Auch mit einer unglaublich kleinen Schlafsituation, das ist praktisch Wohnen, Essen, das findet alles in einem Raum statt. Man denkt, ja, ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Hätten dann praktisch hier einen Vorschlag, der auch wieder versucht, diesen Wohn-Essbereich so ein bisschen zu kombinieren. Man sieht, ja, es funktioniert nur bedingt. Und dieser Blick in die Küche, der ist vielleicht nicht der beste. Auch diese Bettposition, das wäre aus Feng Shui-Sicht so ein bisschen schwierig. Und last but not least gab es dann diese Lösung. Man sieht, also so ein großer Riegel, der jetzt hier einmal durch den Grundriss getrieben wird mit einem Tresen. Man sieht, ja, das ist, sieht dann eher so ein bisschen aus wie eine Bar oder eine Nightclub-Situation. Das heißt, wenn wir das jetzt vergleichen, sehen wir eben, es geht vor allem um einen gestaltungsgetriebenen Ansatz. Also es sind sehr, sehr interessante, sehr, sehr schillernde Lösungen, aber es geht weniger auf das Kundenbedürfnis ein oder diese Wohnungen, diese Entwürfe sind nicht wirklich flexibel nutzbar. Und das ist praktisch eine Idee, also wenn wir jetzt praktisch dieser Idee des Feng Shui folgen und diese Methoden anwenden, führt es eigentlich immer zu eher ein bisschen konventionelleren Gestaltungen, die aber gut nutzbar sind. Und jetzt auch gerade, wenn wir jetzt die Diskussion über Windkrafträder gehört haben, über Nachhaltigkeit, schaue ich mir praktisch an, was so ein bisschen in Berlin jetzt gerade gebaut wird.
weil es wird sehr schnell sehr viel gebaut, immer wieder mehr, ne? Lauter schöne weiße Lego-Steine, das heißt dann internationaler Stil. Dann schaue ich mir die Grundrisse an, schaue mir an, was in den Altbauten an historischer Substanz da ist. Und dann stellt man fest, ja, diese Altbauten sind flexibler nutzbar, die sind länger nutzbar, also diese Gebäude stehen seit über 100 Jahren da, werden immer wieder umgenutzt. Und wenn ich mir die moderne Wohnarchitektur jetzt gerade anschaue, schaue ich so ein bisschen drauf und denke, okay, es ist Stahlbeton, Nutzungsdauer 40 bis 60 Jahre. Ja, und inwieweit ist so ein Grundriss wirklich nutzbar? Aber das sind dann praktisch die Probleme, die wir kriegen. Also ich glaube dann Makler, Verkäufer, die diese Wohnung nachher verkaufen müssen. Das heißt, das, was dann da geliefert wird, muss dann erstmal umgebaut werden und erstmal auf diese wieder passend gemacht werden für den Menschen. Also sehen wir einfach, dass diese menschliche Dimension in der momentanen Grundrissplanung so ein bisschen fehlt, was sicherlich eigentlich auch der Situation geschuldet ist, dass viel und schnell gebaut wird. Aber auch da, ne, ich denke, Ökologie, Nachhaltigkeit, wäre es eben sinnvoll zu überlegen, wie lang wird so ein Grundriss wirklich genutzt. Und wir haben jetzt in Mitte haben wir wirklich Wohnungen mit 140 Quadratmeter für über 500.000, wo sie auf 140 Quadratmeter keinen Schrank von Wand zu Wand stellen können. Auf der anderen Seite haben wir historische Substanz, wo wir auf 54 Quadratmetern drei Zimmern haben, wo in jedem Raum ein Schrank von Wand zu Wand gestellt werden kann. Und das ist so ein bisschen diese Diskrepanz, die sich da für mich eröffnet, wo ich denke, so, da hat es schon was zu liefern, also gerade für diese Grundrissplanung. Also da ist echt was zu holen. Und ich denke, da sollte man auch nochmal in das akademische Umfeld einsteigen und gucken, also was liegt da in diesen Feng Shui-Klassikern noch drin, was kann man da noch beforschen und wie kriegt man das in den westlichen Kulturraum noch übertragen, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eigentlich sehr vielversprechend, ist gut anwendbar und vielleicht können wir mal dann bei Ihnen an der TU dann mal ein kleines Feng Shui-Seminar machen, ne? Vielen Dank, Herr Fischer. Sehr gerne. Das war total interessant. Am Ende, glaube ich, hätte sich jeder noch eine Viertelstunde mehr gewünscht. Können wir ja nachholen. Das können wir nachholen. Ich selber habe erstmal gleich zwei Fragen. Mhm. Ich habe erstmal einen neuen Begriff gelernt, Protopsychologie. Mhm. Vielleicht ist der ja gar nicht so neu, aber. Das von Herrn Unschuld, also es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Donnermagie? Das müssen Sie den Herrn Reiter fragen. Da bin ich kein Spezialist. Also es gibt dann alle möglichen Gottheiten und Entitäten, die man anrufen kann, aber da bin ich raus. Müssen Sie den Herrn Florian Reiter, den emeritierten Dekan der Humboldt-Universität, der ist da sehr kompetent. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Ja, und zwar die erste Frage, die gestellt wurde, ist Feng Shui mit der Anthroposophie vergleichbar? Also ich kenne ja das anthroposophische quasi Denken aus den Waldorfschulen. Da geht eben die Frage dahin, die dann geht, beide Lehren sind ja oder umfassen die Gesamtheit des Denkens. Ist das vergleichbar mit Feng Shui? Ist absolut vergleichbar. Also ich würde dann noch einwerfen, die Taoisten haben einfach mehr Zeit gehabt. Also Steiner war da vollkommen auf der richtigen Schiene. Also es ist wirklich vergleichbar. Wenn man jetzt guckt, was dann aber die anthroposophische Architektur macht, würde man sagen, ja, das sind sehr, sehr gute Ansätze, aber da geht noch mehr. Oder dann bräuchte man einfach noch mehr Zeit, um zu gucken, was wirklich funktioniert und was nicht. Und diesen Zeitraum hat Feng Shui eben gehabt. Also es kommt ja, das ist ja der taoistische Urschleim. Wenn man es dann guckt, auch in China haben die Häuser vier Wände und ein Dach und es wird seit Tausenden gebaut. Und da wurde eben sehr, sehr genau dokumentiert, was funktioniert und was nicht. Und zwar auf einer körperlichen Wahrnehmungsebene. Das heißt, wir sind den Anthroposophen einfach ein paar Jahre voraus. Und ich denke, aber dieser Austausch, der wäre auch unglaublich fruchtbar. Also wer anthroposophischer Architekt ist, also gerne Kontakt aufnehmen. Also den Austausch stelle ich mir unglaublich befruchtend vor. Ja. Eine weitere Frage war, und zwar im ersten Grundriss, schreibt Hörer, würde die Ecke aus seiner Sicht einen Sog erzeugen.
Erstens, ist das so? Und zweitens, wie geht man mit solchen Ecken um? In dem ersten Grundriss, das wäre mal der Bestand, oder was ist da gemeint? Sowas hier, ne? Moment, ich gehe mal rüber. Das wäre praktisch hier, diese Ecke ist wahrscheinlich gemeint, wo man merkt, so, ja, es ist, eigentlich bildet sich hier eine L-Form, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser Bereich so ein bisschen dieser Tür ausgesetzt ist, das so ein bisschen exponiert. Und das wäre genau das Problem, dass man sagt, ja, wie geht man damit um? Na, wenn jetzt hier dieser Chi-Fluss läuft, muss man sich irgendwie davor schützen. Also daher diese Idee eines Umbaus. Das heißt, Architektur ist unglaublich mächtig, und wenn so ein Grundriss erstmal gebaut ist, ist es sehr schwer dagegen anzuarbeiten. Deswegen immer diese Idee auch bei einem Einfamilienhausbau, also Feng Shui so früh wie möglich reinzubringen. Also eine Wand praktisch in der Planungsphase zu verstellen, ist kein Problem. Wenn es erstmal gebaut wird, wird es schwierig. Also dann doktert man eigentlich so ein bisschen an den Symptomen rum. Also auch da, also Architektur, einfach anders bauen. Ne? Definitiv. Das wäre die Lösung. Eine weitere Frage war, inwieweit dient Feng Shui dem Wohle des Menschen? Absolut. Also alles, was wir im Feng Shui machen, alles, was wir planen, wie wir Räume gestalten, wie Häuser gebaut werden, dient dem Menschen. Also das Wohlergehen des Menschen ist Maßstab allen Handelns. Und daher auch diese Idee der Nachhaltigkeit. Ne? Denn wir haben es bei den Windkraftanlagen schon gehört, ne? Die Diskussion, und da würde Feng Shui sagen, ja, vielleicht haben wir als Menschen schon so ein bisschen zu viel gemacht. Daher auch dieses riesige Energieproblem, die Rohstoffprobleme. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen weniger machen, immer einen Schritt zurücktreten und es auch der Natur unterordnen. Also es ist immer diese Suche, also wie kann ich mich in diesen Kontext einfügen, um möglichst wenig Schaden zuzufügen. Also Feng Shui formuliert ja auch diese Idee, dass die Natur magisch ist, dass sie belebt ist und verletzbar. Also wir können mit der Natur nicht einfach machen, was wir wollen. Auch diese Forstwirtschaft, ne? Dass man sagt, ja, wir haben jetzt diese riesigen diesen Schädlingsbefall. Als wenn im gesunden Mischwald ist es wesentlich schwieriger für diesen Borkenkäfer sich auszubreiten. Ne? Und wir verstehen aber Wald als eine Ressource, diese Bäume werden geerntet, genau wie Wild geerntet wird, die Jagdwirtschaft. Ne? Und für das Wohl des Menschen wäre es eben sinnvoll, er erfindet seinen Platz in der Natur und begegnet der Natur so ein bisschen mit Demut. Und mal dieses Wertesystem, das transportiert sich dann eben auch auf die Gestaltung, auf den Häuserbau und Architektur. Und ja, wenn man das jetzt hört, dann denkt man so, so ein bisschen schwierig. Ja, aber ich denke, wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen, dann wird es nur gut gehen, wenn wir so einen Schritt zurücktreten. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Den wirklich schön vor. Und auch, das passt jetzt zum Feng Shui, ne? Der Kontrast zum vorliegenden Thema und auch zu den folgenden. Mhm. Vielen Dank nochmal. Ich würde jetzt die Mittagspause einläuten, die dann eine halbe Stunde oder nicht ganz, 20 Minuten bis 45, also drei Viertel. Bitte alle wieder online sein. Es geht weiter mit Beratung, mit Schutz von den künstlichen Edelgasverradern. Der Herr Jens wird uns dazu vortragen, ein sehr spannendes Thema, was also auch wir in beiden Fächern der Wohnmedizin und der Bauchologie hier an der DH behandeln. Darauf freue ich mich sehr und ich wünsche allen eine sehr angenehme, auch wenn sie sehr kurz ist, Mittagspause und bis gleich. Danke. Vielen Dank.